Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, 8 Uhr, bereit für den Wochenstart. Ich ja, du vielleicht. Vielleicht hörst du es auch nach. Das ist alles möglich, Gott sei Dank. Was ab jetzt nicht mehr möglich ist, ist das Video jetzt live auf meiner eigenen persönlichen Seite auf Facebook zu sehen, aber eben auf dieser abundancer.at gefällt mir Seite, die ich ganz neu angelegt habe. Und ich könnte jetzt sagen, ich hätte mir das schon auch leichter machen können und einfach auch auf meiner persönlichen Seite diese Videos fortzusetzen und so einfach zumindest meine große Freundeanzahl zu erreichen versus jetzt zu schauen, wie komme ich zu gefällt mir Angaben. Und da sind wir schon beim Thema. Das ist die Frage, inwieweit macht man es sich manchmal einfach und in Wahrheit bringt es einem nicht wirklich etwas. Deswegen, es gibt da tatsächlich ein Missverständnis in diesem Begriff des Einfachmachens für mich, wo ich ja auch in dem Bereich arbeite, wo es um Einstellungen geht, Motivation, wie kann ich Ziele erreichen, wie komme ich überhaupt in die Gänge, wie kann ich was verändern. Und da gibt es auch so eine Aussage, es so nach dem Motto, es ist einfach, aber nicht leicht. Und da kann es schon mal zu Missverständnissen kommen, wenn ich dann sage, es muss doch einfach sein. Aha, okay. Und ich kann hergehen und schauen, was geht für mich einfach. Und nur weil es für mich einfach geht, heißt es nicht, dass es mich weiterbringt. Weil wenn es für mich einfach geht, so im Sinne von, ich könnte jetzt auf Facebook einfach auf meiner persönlichen Page dieses Video machen, das wäre einfacher, als jetzt damit zu starten auf meiner Gefällt mir Seite. Aber wenn ich etwas erreichen möchte und dort vorankommen möchte dann und neue Menschen erreichen möchte, dann macht es Sinn, das auf meiner Gefällt mir Seite zu posten. Ein Beisatz, es ist für viele Selbstständige, die wissen das, ist es ja so, dass es nicht unbedingt die Freunde sind, die eigenen Kurse, Angebote und so weiter buchen, wenngleich sich wunderbare Freundschaften aus dieser Zusammenarbeit oft ergeben. Aber ich möchte ja mehr Menschen erreichen, die ich ja vielleicht jetzt noch nicht kenne. Das ist sozusagen mein Zugang. Das bist du vielleicht nicht jemand, der selbstständig ist, das heißt, diese Frage stellst du dir jetzt nicht, aber ich kann dir sagen, es ist trotzdem auch für dich sehr überlegenswert, mal zu überdenken, was ist für dich einfach und in Wahrheit eine Gewohnheit, die dich daran hindert, einen Schritt zu setzen, der außerhalb dessen liegt, was du kannst und kennst. Und ob du die Aussage kennst oder nicht, ich finde, es ist immer wieder gut, sich das in die Erinnerung zu rufen. Wenn du etwas Neues, anderes in dein Leben bringen möchtest, dann musst du etwas neu und anders tun. Ansonsten bleibst du in dem, was du kennst, machst das, was du kennst und natürlich, was soll sie dann ändern? Es kann schon sein, dass sich im Außen etwas ändert, wo du betroffen bist, aber darauf jetzt zu warten, ist die Frage. Und deswegen ein paar Ideen, wie kannst du diese Woche für dich mit diesem Missverständnis des Einfachmachens vielleicht ein bisschen aufklären. Das heißt, was auch immer du tust, du kannst einmal hinspüren, ist es etwas, was du machst, weil es einfach ist und in Wahrheit gewohnt? Oder merkst du, es ist prinzipiell einfach, aber du machst es trotzdem nicht? Das wäre vielleicht dann diese Möglichkeit, diesen Schritt zu setzen und zu sagen, okay, das wäre jetzt vielleicht der eine Schritt in diese Veränderung, die ich machen könnte. In eine Veränderung, in ein anderes Gefühl, in mehr Lebendigkeit, um das andere in mein Leben zu holen, nicht das Bekannte. Und vielleicht mag das jetzt ein bisschen kryptisch, philosophisch, wie auch immer klingen, deswegen ein paar Beispiele, damit das auch für dich klarer wird. Das kann heißen, es mag so sein, dass wenn du im Bereich Persönlichkeitsentwicklung dich umschaust, bin ich nicht die einzige Person, die in dem Bereich Begleitung anbietet. Ist so. Ist auch gut so. Wir brauchen viele, viele, viele. Und viele, so wie ich mit diesem Wochenstart beispielsweise, machen auch Angebote, die kostenlos sind.
Das heißt aber nicht, dass du das nutzt für dich. Es kann sein, die Frage ist, nur weil Dinge jetzt kostenlos sind, ist es sehr einfach, sich dafür zu entscheiden, aber möglicherweise nicht so einfach dran zu bleiben, um das Programm zu durchlaufen, weil es zu einfach ist. Was ist deine Investition? Jetzt ist vielleicht nicht Geld deine Investition, aber es macht immer einen Unterschied, wenn du investierst. Und das könnte heißen, dass du tatsächlich Zeit investierst, auch für ein kostenloses Programm, einen kostenlosen Podcast, ein kostenloses Video, was auch immer. Das wäre eine Möglichkeit. Das ist zwar, jetzt kann man sagen, es ist eben einerseits einfach, aber die Frage ist, bleibst du dran, machst du etwas? Das wird an dir liegen. Nur weil es einfach ist, heißt es nicht, dass du es machst. Es ist zum Beispiel auch sehr einfach, eine SMS zu schicken, eine WhatsApp zu schicken, und ich liebe diese Medien, ich bin froh, dass es das alles gibt, ich habe das Gefühl, es gibt ganz viel Erleichterung. Gleichzeitig habe ich es sehr genossen, meine Weihnachtskarten zu schreiben. Auch das macht einen Unterschied. Es wäre leicht, einfach eine Massennachricht an alle zu schicken, und das heißt nicht, dass das nicht auch ankommt und sich die Menschen nicht drüber freuen. Aber für mich ist es mehr wert, mich dann hinzusetzen und eine Karte zu schreiben. Das wäre jetzt so auch ein Beispiel, wo man es sich manchmal leicht macht, aber es vielleicht trotzdem ein Unterschied wäre und mehr bringen würde, wenn ihr aktiv wärt. Das heißt, auch hier ist wieder Investition von mir gefragt. Es ist ja so, weil vielleicht du bist unterwegs, bist hungrig, hast du gewusst, dass du länger unterwegs bist und wahrscheinlich irgendwann Hunger kriegen wirst. Aber man kann natürlich jetzt hergehen und sagen, man holt sich an irgendeiner Ecke irgendetwas, was man sich einfach besorgen kann. Man kann jetzt schnell in irgendein Fastfood-Lokal gehen, man kann sehr einfach irgendwo Essen auf der Strecke kriegen. Ob das jetzt das ist, was für dich das ist, was dir gut tut, ich weiß es nicht. Vielleicht, es mag auch hier wieder der Aufwand sein, vielleicht in der Früh schon irgendwas einzupacken, oder irgendwas Selbstgekochtes mitzunehmen. Oder eben irgendwo hinzugehen. Nur weil es einfach ist, ist es nicht, dass es für dich gut ist. Und deswegen gibt es da so viel Missverständnis um diesen Begriff, dass etwas einfach ist. Das heißt nicht, dass es dir leicht gemacht wird, das zu tun. Aber die Veränderung, die stattfinden kann, und ich bringe dir noch gerne noch einmal diese Aussage. Wenn du etwas anderes, Neues in dein Leben holen möchtest, musst du etwas neu und anders tun. Und dafür geht es darum zu unterscheiden, in welchem Modus des Einfach bewege ich mich. Ist es dieser Modus des Einfachen und leicht Anspürenden, weil ich in Wahrheit mich in einer Gewohnheit bewege? Oder, okay, das geht jetzt einfach und das würde jetzt leicht gehen. Und trotzdem liegt es an mir, diesen nächsten Schritt zu tun. Oder an mir, etwas schon vorzubereiten, weil ich weiß, dass das Thema sein wird. Weil klarerweise, egal ob du jetzt eine Weihnachtskarte schreibst, eine Geburtstagskarte, es ist natürlich, muss ich ein bisschen vorausdenken, kann ich nicht warten darauf, dass Facebook mir sagt, XY hat heute Geburtstag, weil dann würde sie selbst eine Express-Sendung einer Geburtstagsglückwunschkarte nicht ausgehen. Ich kann natürlich schnell irgendwo was eintippen, digital und tschack, und auch das können wunderbare Herzenswünsche sein. Und genauso kann ich jetzt mir dieses Video anschauen und bin berieselt worden, unterhalten worden und bin irgendwie, vielleicht fühle ich mich auch ertappt, weil ich merke, ja genau. Und ich kann aber auch das als eine Erinnerung nehmen, um in einem nächsten Moment, wo es so scheinbar einfach geht, zu überlegen, was kann ich vielleicht wirklich dann auch tun, was für mich neu und anders ist, aber in Wahrheit so viel bringt. Und ich lade dich ein, schau ein bisschen öfter auf diese Gefällt-mir-Seite. Es wird in dieser Woche noch ein paar Angebote geben, die online gestellt werden. Einiges davon wird auch kostenlos sein.
Und so gesehen kann es vielleicht einfach sein, sich dafür zu entscheiden. Aber ob du einen Mehrwert aus einem kostenlosen Angebot rausbringst, das wird daran liegen, davon abhängen, ob du etwas neu und anders machst für deine Veränderung in Richtung Strahlen. Und das wünsche ich dir. Deswegen mache ich das, ja, weil ich schon auch glaube, dass ich nicht die Einzige bin, die sich manchmal selber ganz gut in den Hintern treten kann, sondern auf alle Fälle das was bringen kann, dich zu motivieren. Und wenn es nicht jetzt meines ist, mein Angebot ist, ich weiß, es gibt wunderbare Kollegen, Kolleginnen da draußen, die ebenso tolle Dinge anbieten. Aber natürlich freue ich mich sehr, wenn wir uns wiedersehen. Vielleicht auch mal live. Eine schöne Woche des Strahlens, ihr da draußen in der großen, weiten Facebook-Welt. Wir sehen uns nächste Woche wieder Montag, 8 Uhr, auf dieser Seite. Und natürlich, ich lade sehr ein, wenn du noch nicht auf Gefällt mir gedrückt hast, dann würde es dir helfen, hier up to date zu sein, um etwaige außernatürliche Infos dann auch zu bekommen. Ich freue mich und danke schon jetzt auch für deine Unterstützung. Win-win für alle und so. Schöne Woche!